Namaste und herzlich willkommen. Wir werden in dieser Yoga-Klasse heute die Erfahrung machen, dass wir einen lebendigen Körper haben. Wir werden uns mit kleinen und feinen Bewegungen, aber auch mit größeren Bewegungssequenzen in dieser Stunde beschäftigen. Und das große Ziel ist es, die Erfahrung zu machen, dass unser körperlicher Eindruck auch ein sehr lebendiger und freier Eindruck sein kann. Also frei oder arm an Anstrengungen oder Anspannungen, die wir im Tag normalerweise erfahren im Körper. Und es ist eine Yoga-Praxis, die vielleicht eher weniger nach außen orientiert ist. Da geht es nicht darum, dass wir besonders gut in bestimmten Positionen ankommen, denn wir wissen ja beispielsweise als Yogis, wie beispielsweise der abwärtsschauende Hund aussieht, wie es von außen ist, eben diese äußere Erfahrung. Und heute möchte ich mit dir eher einen Weg von innen herausgehen. Wir werden heute also die Wahrnehmung nach innen lenken und dort schauen, wie bestimmte Positionen und Asanas sich anfühlen, und werden über Bewegungsflüsse und das Fühlen und Spüren in eine äußere Form kommen. Und das große Ziel, wie gesagt, ist es, ein lebendiges und freies Körpergefühl am Ende dieser Praxis zu erreichen. Du brauchst für diese Praxis im Hauptteil wahrscheinlich zwei Blöcke. Das können die Yoga-Blöcke sein. Ich habe mir hier schon zwei parat gelegt. Vielleicht hast du sie zu Hause oder nutzt was anderes. Da gehen auch Bücherstapel oder weiß ich nicht, was da für dich jetzt in Reichweite sein kann. Also etwas, auf dem du dich dann abstützen kannst. Gut, dann lass uns einsteigen. Und das mit einem bequemen Sitz. Und wenn du soweit bist, wenn die Augen soweit sind, dann können die sich langsam schließen. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, mal von den äußeren Eindrücken loszulassen. Denn wir sind so oft in der Welt, in ihren Eindrücken, in den Einflüssen, die sie von außen mit sich bringt. Und ich möchte dich einladen, für diese nächsten Momente einfach ein bisschen zurückzutreten vom Fluss der Welt, auch von den Anforderungen und den Erwartungen und den Rollen, die wir normalerweise haben, und ein bisschen mehr die Aufmerksamkeit nach innen zu lenken, zu dir selbst, und dich mehr und mehr zu fühlen. Und so steigen wir aus vom äußeren Fluss der Welt. Die kann sich um uns herum weiterdrehen, und auch wir schaffen die Möglichkeit, davon zurückzutreten. Und wir kreieren eine kleine Insel der Entschleunigung. Und das wiederum gibt uns mehr Zeit für uns selbst. Und so nimm einfach wahr, wie dein Sitz sich jetzt anfühlt. Und vielleicht ist das noch nicht ein perfekter Sitz, denn den gibt es sowieso nicht. Es gibt immer nur für den Moment etwas Gutes, aber nicht dauerhaft etwas Perfektes. Vielleicht ist es ein Sitz, der sich jetzt schon gut anfühlt, oder du magst ihn noch ein bisschen justieren, dich noch ein bisschen mehr hineinreikeln. Manchmal freuen sich auch die Schultern, wenn sie sich bewegen dürfen, oder auch der Nackenbereich. Bekomm also über kleine Bewegungen einen Eindruck davon, wie es dir körperlich jetzt geht und wo sich etwas bewegen möchte. Wenn du dann das Gefühl hast, dass es so okay ist, dass du dich durchbewegt hast, dann darf auch ein Moment einer Ruhe entstehen. Denn wir sitzen, um auch Ruhe zu finden. Und doch ist das nur eine äußerliche Ruhe, während es in uns lebendig sein darf. Die Qualität des Sitzes darf lebendig und gelöst sein. Und natürlich ist ganz viel Leben in uns, unser Herz pulsiert. Der Blut strömt durch den Körper. Manchmal kribbelt es irgendwo, da bewegt sich irgendwas. Und wir atmen. Wir atmen und leben. Und ich möchte dich einladen, die Atmung zu erfahren. Zu spüren, wie es dich atmet.
der wir auch diese zwei gegensätzlichen Pole erfahren, Ruhe und Lebendigkeit. Sie kann ruhiger werden und dadurch mehr Zeit haben und tiefer, bis vielleicht auch in den Beckenraum zu fließen. Und gleichzeitig kann sie auf dem Weg, den sie nimmt, sehr lebendig sein. Sie darf uns erfrischen. Damit auch dein Geist warm. Und der kann die Erfahrung der Lebendigkeit und Ruhe machen. Und oft ist er sehr lebendig, oft sind da ganz viele Gedanken und Dinge, die uns durch den Kopf schwirren. Lass uns heute ein Bild nutzen, ein Bild, das ich persönlich sehr stimmig finde und das auch in sehr vielen fernöstlichen Traditionen und Philosophien verwendet wird. Und das ist das Bild, dass unsere Gedanken analog zu Wolken am Himmel sind. Als würden wir Gedankenwolken haben und sie sehen. Und manchmal ist es ein Himmel, da sind wenige Wolken. Manchmal ist es ein bisschen stürmisch, da jagt eine Wolke die nächste. Manchmal sind es auch dunkle und schwere Wolken, die über uns hängen. Und das ist eben so. Und besonders die Wolken, die da so hängen, an denen sind wir sehr oft verhaftet. Da gelingt es gar nicht wirklich, diese Gedanken auch mal loszulassen. Weil wir uns sehr mit ihnen identifizieren und sie uns sehr beeinflussen. Und wenn es für dich stimmig anfühlt, dann kannst du dir vorstellen, dass so das, was dir gerade jetzt durch den Kopf geht, was dich vielleicht auch ablenkt von dir und was du für den Moment dieser gemeinsamen Yoga-Praxis loslassen möchtest, das kannst du in eine Wolke packen, so eine Gedankenwolke kreieren und dann beobachten, dass Wolken auch mal davon ziehen dürfen. Ja, du packst das, was dich gerade beschäftigt und beeinflusst, das packst du in Wolken und lässt sie davonziehen. So schaffst du also etwas Abstand zwischen dir und deinen Gedanken. Es ist nicht mehr so, dass du dich dann ganz in diesen Wolken verfangen fühlst und identifizierst mit ihnen, sondern dass du sie eher von außen betrachtest, in einer gewissen Distanz. Und das ist jetzt gar nicht das Ziel, dass diese Gedanken nie wiederkommen dürfen, denn das werden sie sowieso tun. Es ist eher das Ziel, dass du sie für diesen Moment ziehen lässt. Aber die dürfen natürlich wiederkommen. Immer dann, wenn du sie brauchst oder wenn sie wieder relevant werden. Und für jetzt darf der Geist zwischen diesen Gedankenwolken auch mal etwas aufklären. Wird der Geist klarer und ruhiger. Und dann sind wir gut für diese Yoga-Praxis vorbereitet. Ich möchte dich einladen, die Hände vor dem Herz zueinander zu bringen. Das ist eine sehr schöne Geste, die uns gemeinsam begrüßt, denn wir sind in dieser gemeinsamen Praxis heute verbunden und ein wichtiger Teil dieser Praxis geworden. Auch eine kleine Einladung für dich, dass du das, was du machst und die Praxis und die Zeit, die du dir heute schenkst, dass du sie aus ganzem Herzen für dich begehen kannst. Dann atme beim nächsten Mal bitte etwas tiefer aus. Und öffne dann, wenn du einatmest, die Arme zu einem weiten, großen Bogen hoch über den Kopf. Wenn du ausatmest, bringst du die Hände vor die Stirn, vor den Mund und vor das Herz. Und dann beginn für dich selbst bitte noch einmal. Lass uns miteinander verbeugen.
Und dann, wenn du dich aufrichtest, dann die Augen wieder öffnen. Ja, und dann lass uns einen Moment noch im Sitz bleiben. Vielleicht ist das der Sitz, der jetzt gut ist, vielleicht ist ein anderer Sitz. Und ich möchte dich einladen, einfach Bewegungen in den Sitz zu integrieren. Und das können ganz einfache Bewegungen sein, beispielsweise im Oberkörper, ein bisschen räkeln. Vielleicht magst du auch das Becken bewegen, mal nach hinten auskippen und mal nach vorn. Und wahrscheinlich hast du auch ganz eigene Ideen, wie du dich jetzt bewegen magst. Und das große Ziel ist es, einen Eindruck vom Körper zu bekommen. Wie fühlt es sich hier jetzt an? Gibt es da vielleicht Stellen, die ein bisschen fester sind, an denen etwas festhält oder angestrengt ist? Oder Stellen, an denen es zieht und dehnt? Und immer wenn du so etwas findest, dann beweg dich etwas mehr dorthin, räkel dich dort hinein. Wenn du jetzt denkst, was soll ich machen, wie soll das jetzt sein und soll das bestimmte Formen haben oder einen bestimmten Ablauf, dann bist du ein bisschen zu viel im Kopfraum. Dann möchte ich dich ermuntern, von dort loszulassen und wieder in den Körperraum einzutauchen, zum Spüren und Wahrnehmen. Und wir haben einen sehr intelligenten Körper und der weiß in der Regel sehr gut, was es jetzt braucht. Ja, und dann heb auch zwischendurch die Arme hoch und streck dich hier groß und lang aus. Und dann lass uns nach rechts drehen, stütz dann die rechte Hand hinter dir ab und bring die linke Hand an dein Bein und spiel ein bisschen mit dieser Drehung. Wie weit geht sie jetzt in diesem Moment? Mal hineindrehen und wieder etwas herauskommen. Oder auch den Rücken runden in dieser Drehung und wieder aufrichten. Was du auch probieren kannst, sind so kleine Federbewegungen, ja, dich in die Drehung federn. Das sind dann sehr schöne elastische Impulse für die Sehnen, also für die Übergänge der Muskeln zu den Knochen. Und sie speichern kinetische Energie. Und kannst du dir vorstellen, das sind wie Gummizüge, die du jetzt lang ziehst und federst. Und das hält die Sehnen elastisch und lebendig. Und wir brauchen das, um uns davor Verletzungen zu schützen. Denn meist verletzen wir weniger den Muskel, meist sind es Sehnen, die wir verletzen. Und dieses Federn und dieses Hineinbewegen, das hilft ihnen, dass sie elastisch bleiben. Ja, dann komm bitte wieder zurück in die Mitte und streck die Arme hoch und vergleich, wie es sich anfühlt in den Seiten. Und jetzt drehst du dich nach links. Linke Hand nach hinten. Und dann hier spielst du auch mit der Bewegung. Mal mehr, mal weniger drehen. Mal hochschrauben, mal eintauchen. Oder hineinfedern. Wenn du dich da auch durchbewegt hast, dann komm wieder zurück in die Mitte und streck die Arme aus nach oben. Ganz groß werden. Und dann bringst du die Arme zurück und bewegst dich weiter und spürst, wie es jetzt ist. Hat sich da schon was verändert? Wie ist das Körpergefühl jetzt? Da ruhig auch mal die Schultern ausschütteln und bewegen. Dann mal die Arme ausschütteln. Und lass uns ein bisschen Wärme jetzt erzeugen in den Händen und den Armen und bring dafür die Arme hoch, bitte. Und ich bitte dich, Fäuste zu machen und die Hände zu öffnen. Und das ganz, ganz schnell, richtig schnell. Fäuste öffnen, so schnell es für dich geht. Das ist am Anfang noch sehr, sehr angenehm oder sehr leicht, aber es wird jetzt schon aktivieren, das merkst du. Es fängt an zu brennen, es wird warm und manchmal wollen die Hände gar nicht mehr so richtig mitmachen. Immer weitermachen, weit öffnen, weit schließen. Wenn jetzt Gedankenwolken kommen, die dich jetzt beeinflussen, dann lass diese Gedankenwolken wieder ziehen und immer noch bewegen und bewegen und bewegen, auch wenn es brennt in den Unterarmen. Ah, bewegen. Ja. Und nach einem Moment aushalten und ausschütteln.
Und dann wirst du merken, das ist eine ganze Zeit jetzt noch spürbar. Ja? Das ist warm, das kribbelt, brennt ein bisschen. Ruhig die Finger wieder bewegen. Und es ist sehr anregend für die Sehnen und für die Muskulatur der Hände. Gut, ja, dann lass uns vom Sitz in den Vierfüßler wechseln. Und wenn du hier ankommst im Vierfüßler, dann nutze ihn für Bewegungen. Was mag sich jetzt bewegen? Wie fühlt es sich an? Der Grund ist auch im abwärts schauenden Hund und denkt jetzt weniger an eine Form, wie er auszusehen hat, sondern entdeckt es eher über die Bewegungsideen. Wo und wie kannst du dich reckeln und bewegen, ein bisschen verwöhnen? Und dann kommt von dort in den Liegestütz nach vorn. Auch hier, also ganz in Ruhe bewegen. Ja, mit dem Becken hoch und runter beispielsweise oder mit den Schultern hoch, runter oder kreisen. Ja, das geht. Ja, oder vor- und zurückschieben. Und dann kommst du in die Bauchlage nach unten und legst dich ab. Und dann sind die Schultern wieder gelöst, dann kannst du sie ganz locker bewegen, miteinander oder unabhängig voneinander. Du kannst auch mit dem Oberkörper die Seiten schlängeln und mal spüren, wie sich das im Rücken anfühlt. Und alles, was du machst, das darf mit einem Wohlgefühl geschehen. Also arbeite und beweg dich nicht gegen bestimmte Körperstrukturen, sondern immer mit einem Wohlgefühl deines eigenen Körpers. Auch wenn du mal eine Hand in die Matte drückst und dich in die Seite aufdrehst. Hat aber so ganz lebendige, ganz bewegungsfreudige Lust. Denn das Spielerische, das begleitet uns durch diese Stunde. Und spielerisch darf es immer werden und bleiben. Und dann kommst du mit genau diesen Qualitäten wieder zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann in den Vierfüßler zurück. Und wir lassen nochmal ein bisschen Wärme entstehen. Und da kannst du dir vorstellen, du schnippst jetzt aus den Händen heraus dich hoch, ups, und landest und tauchst ein. Ja, das machst du einfach für dich weiter. Relativ spritzig und schnell hochschnipsen aus den Händen und landen. Du kannst die Hände immer in bestimmte andere Positionen bringen. Immer woanders landen. Ja, und richtig reinfedern und hochfedern. Ah, sehr schön für die Hände, für die Arme, für den Schulterbereich. Gut, und dann lande bitte wieder und spür nach, wie es kribbelt und strömt. Eventuell mal die Hände bewegen wieder. Komm dann zurück in den abwärts schauenden Hund. Wir probieren das jetzt mit den Beinen. Ja, und hier ganz lockere Sprünge machen. Ganz locker hoch und runter. Den Becken schön einfedern, mal in die Seite hüpfen, alles, was dir einfällt. Okay, und dann auch hier wieder landen, mal durchatmen. Und dann läufst du mit den Füßen nach vorn Richtung Hände. Kommst in eine halbe Vorbeuge, räkel dich dabei nach vorn. Vielleicht nochmal ein Bein beugen, eins strecken. Dann stütze dich bitte auf die Oberschenkel und arbeite hier weiter in der Bewegung, in dieser Hocke. Vielleicht gibt es da bestimmte Strukturen, die sich freuen, wenn sie sich jetzt bewegen dürften. Irgendwo, wo es noch lebendiger und spannungsfreier werden dürfte. Dann komm langsam höher in den Stand und streck dich hier hoch mit den Armen. Und reikel dich groß und lang. Dann bringst du die Hände zum Herz.
beugst die Knie etwas, tauchst mit den Fingerkuppen da ein und kommst über vorn wieder hoch nach oben. Öffne dann die Arme und verbeuge dich nach unten vor dir zur Erde. Dann eine halbe Vorbeuge, du streckst dich nach vorn. Die ganze Vorbeuge, du entspannst nach unten. Setz dann den rechten Fuß einatmend nach hinten. Ausatmen, nimmst du den linken Fuß mit zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel nach unten. Dann zum Pferderücken fließen. Und ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben kommen in den Katzenbuckel. Pferderücken. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund hochstrecken. Einatmen in den Liegestütz fließen. Und ausatmen zur Erde. Einatmen in eine Rückbeuge. Ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen führst du den rechten Fuß nach vorn. Und ausatmen holst du den linken Fuß mit für die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge entspannen. Einatmen kommst du über die Hocke nach oben. Strebst zum Himmel hoch. Ausatmen, bringst du die Hände zum Herz. Die zweite Seite, einatmen mit Knie beugen, über vorn nach oben kommen. Ausatmen, in die Vorbeuge eintauchen. Ein in die halbe Vorbeuge strecken. Ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen den linken Fuß nach hinten. Und ausatmen den rechten Fuß dazu zum Hund. Einatmen in den Katzenbuckel. Und Pferderücken. Ausatmen zum Kind. Einatmen nach oben fließen, den Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund hochstrecken. Einatmen in den Liegestütz. Und ausatmen zur Erde. Und einatmen in die Rückbeuge. Und ausatmen zurück in den Hund. Mit dem Einatmen den linken Fuß nach vorn setzen. Mit dem Ausatmen den rechten Fuß nachführen in die Vorbeuge. Ein in die halbe Vorbeuge. Ausatmen die ganze Vorbeuge. Und einatmen über die Hocke wieder hochkommen. Streck dich ganz aus nach oben. Und ausatmen bringst du die Hände vor das Herz und einen Moment an die Seite. Gut, dann spür mit kleinen Bewegungen nach, wie es jetzt geworden ist schon. Ich möchte mit dir jetzt noch einmal diese beiden Runden erfahren und vielleicht darf es ein bisschen lebendiger jetzt noch werden. Weniger im großen Fluss, den wir gemeinsam machen, vielleicht eher mit den Übergängen, ja, oder in bestimmten Haltungen ankommt, magst du dich da hineinräkeln und schlängeln und bewegen. Mal so ein bisschen probieren, das Ganze kreativer zu gestalten im Bewegungsfluss selbst. Okay, lass uns starten im vorderen Teil deiner Unterlage. Dann bringst du die Hände zum Herz, atmest aus, atmest ein, beugst die Knie, kommst über vorn hoch, räkel dich hoch, vielleicht eine kleine Rückbeuge, ausatmen ganz weich in die Vorbeuge, vielleicht mögen die Arme mal ein bisschen baumeln, einatmen die halbe Vorbeuge, schlängel dich dorthin, ausatmen die ganze Vorbeuge, auch den Nacken mal loslassen und einatmen den rechten Fuß nach hinten führen, ausatmen den linken Fuß mitnehmen zum Hund, hier ein bisschen treten und bewegen. Und einatmen nach unten, vielleicht mal ein Knie nach dem anderen in den Katzenbuckel. Dann zum Pferderücken schlängeln. Und ausatmen zum Kind räkeln. Ja, und einatmen wieder auftauchen. Katzenbuckel und Pferderücken. Muss ganz kreativ sein. Und ausatmen, dann neuer Weg hoch in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen in den Liegestütz fließen. Und ausatmen zum Boden schweben. Einatmen in eine Rückbeuge auftauchen und ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Und dann mit dem rechten Fuß nach vorn, vielleicht mal ganz weit über die Seite nach vorn einatmen. Ausatmen den linken Fuß mit nach vorn, die Vorbeuge, alles mal ausbaumeln lassen im Oberkörper. Einatmen in eine halbe Vorbeuge, ausatmen die ganze Vorbeuge. Und einatmen nach oben kommen, also richtig hoch räkeln und wachsen. Und ausatmen, die Hände zum Herz. Einatmen, Knie beugen und über vorn nach oben kommen. Ausatmen, eine ganz angenehme Vorbeuge. Vielleicht nochmal ein bisschen federn. Einatmen in die halbe Vorbeuge.
Und ausatmen in die ganze Vorbeuge. Einatmen den linken Fuß nach hinten. Und ausatmen den rechten Fuß mit nach hinten in den Hund. Und hier bewegen. Und einatmen in den Katzenbuckel. Und an den Pferderücken. Und ausatmen zum Kind. Und einatmen den Weg wieder hoch in den Katzenbuckel. Dann weiter zum Pferderücken. Ausatmen zum abwärtsschauenden Hund und hier in die Bewegung fließen. Einatmen in den Liegestütz und ausatmen zur Erde. Und mit dem Einatmen eine neue Rückbeuge nach oben. Ausatmen zurück in den abwärtsschauenden Hund. Einatmen den linken Fuß einfach, vielleicht mal ganz weit über die Seite. Und ausatmen den rechten Fuß nachführen, die Vorbeuge. Einatmen in die halbe Vorbeuge. Ausatmen die ganze Vorbeuge. Und einatmen über die Hocke nach oben kommen. Und hier wieder groß und lang ausstrecken. Und ausatmen, bringst du die Hände zum Herz und zurück an die Seite. Und dann nochmal nachspüren mit Bewegungen. Wie ist dein Körpergefühl jetzt? Es darf immer etwas lebendiger, etwas gelöster werden. Und dann lass uns aus diesen Bewegungen eine Pendelbewegung weitermachen. Und da wir das jetzt eine Weile erfahren werden, kannst du gerne auch den Blick nach vorn lassen, wenn es dir Sicherheit gibt, oder zwischendurch den Kopf mitdrehen. Dann stell dir vor, dass diese Bewegung nicht müde macht im Laufe der Zeit, sondern eher frischer. Ja, du erfrischst dich mit diesen Bewegungen. Und das braucht alles gar keine besondere Kraft. Wir haben das einmal initiiert und begonnen und drehen uns dann, werden aus der Drehung zurückgeführt in die andere Richtung. Alles wie von selbst. Und dann sind die Schultern richtig weich, butterweich, fliegen auch die Arme um dich herum. Wir können mal zwischendurch hinten anklopfen, am Rücken oder am Gesäß. Dann lass diese Bewegung langsam ausschwingen. Wenn du da ankommst, dann lass uns mit kleinen Federbewegungen weitermachen. Ganz locker federn. So eine wunderbare Idee, um den gesamten Körper von Anstrengungen oder Anspannungen zu lösen. Dann werden die Muskeln durchgeschüttelt und können sich beleben und werden durchblutet. Da kannst du ganz kreativ werden in diesen Schütteltechniken. Ja, was ganz Eigenes probieren. Man muss ganz, ganz locker sein. Ruhig die Arme mithüpfen lassen und auch die Schultern. Und das kannst du auch mit den Fersen in der Luft probieren, mal so federn. Und alles lösen, alles, was da irgendwo noch fest ist, was wir vielleicht vergessen haben, noch rauszubewegen. All das kann sich jetzt lösen. Und
Okay, dann lass uns langsam wieder landen. Und einmal nachspüren, wie ist jetzt das Körpergefühl? Wo kribbelt es? Und strömt und pulsiert. Gut, und lass uns wieder ankommen. Wir brauchen jetzt wahrscheinlich diese Yoga-Blöcke oder diese Unterlagen, die du dir bereitgelegt hast. Bring sie bitte an den vorderen Teil deiner Unterlage. Gut, wir werden hier erstmal in eine Vorbeuge eintauchen, also gleich mitmachen. Und hier schon diese Unterlagen nehmen und dich aufstützen. Und ich bitte dich jetzt noch mal ein bisschen in dieser Vorbeuge zu arbeiten, ja, ein bisschen hineinzuräkeln, hineinzuschwingen. Und so die Erfahrung zu machen, dass der gesamte Oberkörper ganz frei ist, ganz lebendig und organisch. Ja, vielleicht auch ein bisschen federn. Oder mal in die Seiten wandern und spüren, was macht das mit der Dehnung der Rückseite? Was geschieht da? Und dann bitte ich dich wieder in der Mitte anzukommen. Mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zurück zu machen. Okay, wir werden jetzt ganz große Strukturen unseres Körpers mit Bewegungen aktivieren und dehnen. Uns ganz viele große myofasziale Ketten unseres Körpers, also Muskelketten und Sehnenverbindungen und Bindegewebsverbindungen, die alle miteinander zusammenhängen. Und wir können das ein bisschen hier schon entdecken, wenn wir mit dem Becken ganz einfach hoch und runter federn. Also richtig weich federn. Und dann kannst du spüren, wie das in, besonders im rechten Oberschenkel, deiner Vorderseite, in die Dehnung federt. Und jetzt lass uns beobachten, was passiert, wenn wir das rechte Bein so drehen, dass die Ferse etwas nach außen zeigt, ohne sie da abzulegen, nur nach außen zeigen. Wo dehnt das jetzt? Das sind sicherlich andere Muskulaturen. Vielleicht ein bisschen weniger dehnt oder bei anderen mehr. Und dann drehst du die Ferse wieder zurück, dann ist es wieder ein ganz anderer Muskulaturzug, der sich dehnt. Dann mal die Ferse nach innen drehen und hier spüren, was passiert hier? Welche Muskeln sind hier jetzt aktiv? Und dann kommst du wieder zurück, die Ferse wieder aufstellen. Dann lass es ausschwingen und senk dann hinteres Knie bitte ab. Und wenn du da eine Unterlage magst für die Kniescheibe, dann such dir wieder ein Polster für das Knie, sodass es sich wohlfühlt. Und dann lässt du dein vorderes Knie sich beugen dürfen und dann senkt dein Becken nach unten ein. Dann kannst du hier mit kleinen Bewegungen mal nach rechts und links mit dem Becken kommen. Und wieder die Muskulatur spüren, die wir dehnen. Besonders jetzt im rechten Oberschenkelansatz. Das ist sicherlich gut, so eine dicke Sehne spürbar, direkt am Oberschenkelansatz zum Becken. Das sind Muskulaturen, also Sehnen der Muskulaturen aus dem Oberschenkel, die in den Körper ziehen. Und zwei große, wichtige Strukturen, Iliopsoas und der Iliacus. Also Psoas und Iliacus werden oft als Iliopsoas verbunden. Und das sind Muskeln, die die Hüfte beugen. Und das dehnen wir jetzt. Das hat eine sehr schöne Wirkung, denn diese Strukturen, diese sehnenartigen Muskel-Sehnenverbindungen, die ziehen durch den Bauchraum hindurch bis in den unteren Rücken. Und wir können den unteren Rücken ein bisschen entlasten, wenn wir die Vorderseite des Oberschenkels dehnen. Das ist also eine strukturelle Verbindung. Auch wenn man das so gar nicht erwartet. Gut, jetzt kommst du mit dem Becken etwas zurück.
Kannst auch gerne mit den Händen mitlaufen. So weit zurück, dass das vordere Bein lang wird. Da kannst du gerne mit dem vorderen Fuß weiter nach vorn krabbeln. Und lass den Vorderfuß noch an der Matte integriert. Und probier, wie weit das Bein sich hier strecken kann. Und wo dient das jetzt? Na, vielleicht zur Oberschenkelrückseite, Gesäßmuskulatur der linken Seite. Vielleicht auch hier vorne im Bein, Schienbein und Fußrückenbereich. Arbeite da ein bisschen weiter mit dem Becken, um zu spüren, was da geschieht. Und was passiert ist, wenn du den Vorderfuß aufstellst, also heranziehst und die Ferse wegschiebst? Da dehnt es sicherlich deutlich woanders noch, in der Rückseite. Und dann, was passiert ist, wenn du den Fuß nach außen klappst? Da ist ganz viel Dehnung weg. Dann drehen langsam wieder zurück, bis du das Gefühl hast, da ziehen wieder Fasern in die Länge. Und das sind so ganz lange Muskelfaserketten. Und auch mal ruhig den Rücken strecken, dann merkst du, da zieht es mehr. Ja, und das meine ich eben mit diesen langen Muskelketten. Gut, dann beugt dein vorderes Knie bitte wieder an, komm nach vorn und einen Schritt nach hinten. Der Hund ruhig ein bisschen bewegen. Und mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorn. Man kann auch hier das Becken erstmal ganz locker federn. Jetzt aktivieren wir den linken Teil, besonders linkes Bein, Oberschenkel, Vorderseite. Und richtig reinfedern. Ich einmal nach rechts und links federn mit dem Becken und spüren, was geschieht da. Und dann drehst du das hintere Bein so, dass die Ferse nach außen zeigt. Und dann hast du wieder ganz andere Muskulaturen, die wir hier in der Bewegung erfahren. Und wieder anders wird es, wenn du die Ferse nach innen drehst, ohne sie abzusetzen. Und dann ziehst du immer ein bisschen mehr der Innenseite der Leiste entlang. Und dann komm wieder zurück, bitte die Ferse aufstellen. Dann senkst du dein hinteres Knie ab und beugst dein vorderes Knie, sodass du ein bisschen tiefer hier eintauchst mit dem Becken. Und dann finde Bewegungen mit dem Becken, spielerische Bewegungen, um wieder einen Eindruck davon zu bekommen, wo genau dieser Hüftbeuger ist, also diese feste, dicke Sehnenstruktur am Ansatz des Oberschenkels. Ja, und diese Struktur hat ja diese direkte Verbindung zum unteren Rücken, zur Lendenwirbelsäule, weil sie dort ansetzt und über den Bauchraum als dünne Sehne hier vorne ankommt und ein Teil der Oberschenkelmuskulatur wird. Und wenn wir jetzt den Oberschenkel trainieren, und das machen wir mit Kraftbewegungen, mit Hocker, mit Fahrradfahren, Treppensteigen oder Laufsport, wird ja die Oberschenkelmuskulatur trainiert. Und dann passiert Folgendes, dass sie diese Sehne zieht, nicht lang zieht, sondern kurz zieht. Und damit zieht es den unteren Rücken tendenziell in ein Hohlkreuz hinein. Und das kann eine zu Verspannungen oder zu einem festen Gefühl im unteren Rücken sein. Muss nicht, aber es kann ein Teil dessen sein, was den unteren Rücken festmacht. Und wenn wir den Oberschenkel wie jetzt eben dehnen, dann ziehen wir die Sehne lang und schaffen Raum, um perspektivisch den unteren Rücken wieder etwas zu entlasten. So, und jetzt bringst du dein Becken einfach nach hinten. Dein Vorderfuß wird am Boden noch integriert sein. Das vordere Bein kann sich strecken. Dann beobachte auch hier, wo sich was dehnt. Und bleib ruhig mit kleinen Bewegungen im Becken verankert. Spielerische Bewegungen. Um zu schauen, welche rückseitigen und vorderseitigen Muskulaturen wir jetzt aktivieren. Und was sich noch mehr aktiviert, wenn der Rücken lang wird. Oder sich mal rundet. Dann winkel dein vorderes Bein, deinen vorderen Fuß bitte an. Zieh die Zehen heran, schieb die Ferse weg. Und hier nochmal in der Bewegung arbeiten. Und jetzt spüren, was hat sich jetzt verändert? Wo kannst du dich ein bisschen mehr hindehnen? Und was geschieht, wenn du das Bein nach außen klappst?
Da ist ganz viel an der Dehnung wieder weg. Dann drehst du langsam wieder zurück, bis du merkst, da ziehen Fasern wieder lang. Und dann komm bitte wieder zurück nach vorn. Und zurück in den abwärts schauenden Hund. Und dann hier alles mal wieder an der Anspannung rausbewegen, rausschütteln, rauslaufen. Dann komm bitte in den Vierfüßler nach unten. Und die Blöcke kannst du wahrscheinlich zur Seite legen. Brauchen wir nicht unbedingt noch. Beweg dich hier bitte weiter im Vierfüßler. Lass uns eine kleine Pause im Kind einlegen und dann räkel dich dorthin. Ganz lebendig, ganz frei. So kannst du hier auch ankommen. Äußerlich wieder etwas ruhiger. Und da haben wir ganz viel schon getan, um innerlich lebendig zu sein. Und das ist sicherlich sehr viel aktiv in der Muskulatur. Da strömt es, da lebt es und atmet es. Und dann richte dich bitte auf zum Sitzen und bring die Füße bitte nach vorn. Und alles, was ich jetzt ausschütteln mag, das kannst du ausschütteln. Gut. Dann richte dich bitte auf in einem langen Sitz. Du kannst dafür gerne die Gesäßmuskulatur nach außen ziehen. Hat das Becken einen besseren Kontakt. Auch die Oberschenkelrückseite auswärts ziehen. Dann schiebst du beide Fersen weg, richtest dich auf. Und für eine Vorbeuge denkst du dir einen ganz großen Luftball auf den Oberschenkeln. So einen richtig großen Ball. Ja? Und du legst dich oder rollst dich über diesen Ball drüber. Beginnst dafür mit dem Kopf. Senkst dein Kinn Richtung Brustbein. Rundest dann deinen Rücken und rollst dich über diesen großen Ball auf den Oberschenkeln nach vorn. Bring die Hände mit nach vorn, bitte. Und spür, was hier geschieht in der Rückseite. Da ist ganz viel Länge und ganz viel Zug in der Rückseite. Und lass uns da ein bisschen spielen. Ja, vielleicht mal den Kopf heben und den Blick nach vorn bringen. Da geschieht schon sehr viel. Da entspannen sich viele Strukturen im Rücken. Wenn wir den Kopf einrollen und schon dadurch zieht es mehr in der Rückseite. Ja, vielleicht auch mal das Brustbein probeweise Richtung Füße schieben und den Rücken lang machen. Da verliert der Rücken ganz viel Länge, obwohl man das gar nicht meint, weil eigentlich ist er ja jetzt lang, aber er verliert sehr viel Dehnungslänge. Und die geht jetzt eher in die Oberschenkelrückseite. Eigentlich ist nur da die Dehnung. Und wenn wir uns wieder einrollen, auch den Kopf wieder einrollen, dann wandert diese Dehnung ein bisschen mehr von den Oberschenkeln weg, wieder in den Rücken. Und da ist dann die gesamte Rückseite harmonisch gedehnt und nicht nur die Oberschenkelrückseite. Und das zeigt uns diese langen Muskelfaserketten. Ja, und besonders deutlich wird es sicherlich, wenn du jetzt das rechte Bein mal nach außen klappst. Das ist ganz anders. Linke Ferse schiebst du weg, da dehnt die gesamte linke Rückseite. Ja, und das ist ein myofaszieller Zug von der Achillessehne über die Wadenmuskeln, die Kniekehle, Oberschenkelmuskeln, die Gesäßmuskulatur in den Rücken. Die Rückenstrecke entlang, den Nacken bis zum Hinterhaupt. Das ist eine sehr lange funktionelle Kette. Und die ist auf der rechten Seite entspannt, auf der linken gespannt. Und das kann bis in den Rücken spürbar sein. Und so drehst du dein rechtes Bein langsam wieder zurück, bis es sich spannt in der Rückseite und dann spannt sich auch der Rücken wieder in der rechten Seite. Lass mal das linke Bein nach außen klappen. Ja, dann ist wahrscheinlich links nicht nur in den Beinen sehr deutlich der Unterschied, sondern feinfühlend, eventuell auch im Rücken. Und manche spüren das sogar bis in den Nacken. Rechts anders als links. Und dann drehst du auch hier das Bein langsam zurück, bis sich diese Kette wieder spannt. Und richtest dich dann wieder auf. Und ich finde das persönlich sehr interessant, wie unser Körper strukturiert ist und wie nicht nur kleine Ketten oder kleine Muskel Einheiten sind, die unabhängig von anderen sind, sondern wie alles miteinander zusammenhängt und von klein zu groß
sich Strukturen im Körper formen. Und das Schöne in der Yoga-Praxis ist, dass wir diese langen Ketten sehr, sehr deutlich mobilisieren. Ja, nicht nur kurze Ketten wie nur die Oberschenkel trainieren oder nur den Bizeps trainieren in der Kraft, sondern wir integrieren wirklich die Gesamtheit unseres Körpers in die Yoga-Praxis. Und das ist einer der Vorteile, die diese Praxis bietet, ja, dass sie ganzheitlich uns mobilisiert. Du brauchst ein bisschen Platz hinter dir, stütz die Hände hinter dir auf und regel dein Brustbein bitte hoch. Dann dehnt sich etwas mehr die vordere Kette, also Vorderseite des Oberkörpers. Wenn du da mehr magst, dann brauchst du ein bisschen Kraft, dann hebst du dein Becken hoch. Dann kannst du ruhig mal die Füße anwinkeln und strecken und die Beckenhöhe verändern oder den Kopf ein bisschen zurücksinken lassen. Ja, und trotz dieser Kraft dich bewegen. Und dann lass uns auch hier wieder landen und in die Rückenlage eintauchen. Und wenn du dich hier hinlegst, dann leg dich ganz, ganz lang bitte ab. Also richtig ausstrecken, mit den Beinen nach vorn und mit den Armen nach hinten. Und dann streck dich groß, ganz für dich selbst. Wo und wie magst du dich jetzt strecken und groß und lang werden? Vielleicht diagonal, vielleicht nur eine Seite und dann die andere. Vielleicht beide Seiten gleichzeitig. Was schenkt dir eine wunderbare Größe? Und magst du dich vielleicht irgendwo ausschütteln, dann mach das auch. Wenn du soweit bist, dann leg einfach die Arme zur Seite und stell die Füße auf. Wir haben eine so schöne Yoga-Praxis erfahren, die uns einlud, lebendig und frei zu werden im Körpergefühl. Und wir probieren jetzt mit Drehbewegungen aus, wie sich das anfühlt. Dann legst du ein Bein über das andere und beginnst ein ganz sanftes Schaukeln in die Seiten mit den Beinen, rechts und links. Um da ganz neugierig zu beobachten, wie es sich im Rücken anfühlt. Wie ist das jetzt nach dieser Praxis? Mag vielleicht der Kopf entgegengesetzt folgen? Welcher Rhythmus tut dir gut? Und wie weit kann heute diese Bewegung eintauchen in die Seiten? Ist die Bewegung insgesamt dynamisch oder magst du an den Wendepunkten für einen Moment innehalten? Wenn du in der Mitte bist beim nächsten Mal, dann leg das andere Bein bitte über und probier genauso neugierig aus, wie das jetzt ist. Und wenn du in der Mitte ankommst, dann stell den Fuß bitte zurück und umarm deine Knie und verwöhne dich hier ein bisschen mit kleinen Federbewegungen der Beine vielleicht oder mit Schaukelbewegungen.
Wenn du schaukelst, dann kannst du die Ellenbogen etwas nach außen drehen, dann hast du mehr Halt, die Schultern entspannen. Vielleicht magst du dich auch mal schlängelnd bewegen oder was ganz anderes tun, was dir jetzt gut ist. Und für deine eigene Praxis kannst du eventuell jetzt die Sequenz zu Shavasana weiterführen und das Video anhalten. Das wäre jetzt sehr schön und passend. Und wir treffen uns dann im Anschluss im Sitz wieder. Und dann möchte ich dich einladen, dir einen gemütlichen und bequemen Sitz auszusuchen. Und wenn du ihn entdeckt hast für dich, dann die Augen zu schließen. Denn wir dürfen immer noch Zeit haben für uns selbst. Immer noch die Möglichkeit haben, ganz lebendig mit uns verbunden zu sein. Und dann lass uns diesen Sitz eruieren, mit kleinen Bewegungen. Einfach ein bisschen spüren, wie sich das alles anfühlt. Nach all den Impulsen dieser Yoga-Praxis. Nach der Möglichkeit, lebendig und frei zu sein im Körpergefühl. Frei im Sinne von anstrengungs- oder anspannungsfrei bzw. arm. Und dann lass uns hier Ruhe finden im Sitz. Denn wir sitzen, um auch innezuhalten. Eine äußere Ruhe, doch ein sehr schöner, lebendiger Sitz. Er ist so lebendig, dass wir uns der Atmung öffnen dürfen. Und dann kann sie befreit durchatmen. Dann sind die Atembewegungen sehr schön spürbar, wie unser gesamter innerer Körper geatmet wird. Und immer wenn du einatmest, dann kannst du diese Bewegung fühlen, die den inneren Körper auffächert. Und dann dehnt sich der innere Körper aus, der ihn die Atemluft erfüllt. Und dieses Ausdehnen, das kann auch frei sein, denn da muss jetzt und braucht gar keinen Widerstand so sein oder keine feste Struktur des Körpers, gegen die wir atmen müssten. Es kann ganz natürlich sich auffächern, ganz frei. Nach vorn, wenn die Bauchdecke nach vorn kommt, im Einatmen. Nach oben in den Brustkorb, der sich hebt und auffächert. Nach hinten in den Rückenraum, der sich aufplustert. Und bis nach unten in den Beckenraum, der sich weitet. Da ist in der Einatmung ganz viel innerer Raum. Und wenn es ausatmet, dann fließt der innere Körper ganz frei und natürlich aus dieser Weite und diesem aufgefächerten Zustand zurück in einen Raum der Mitte. Dann fließt die Bauchdecke zurück nach innen, der Brustkorb taucht ein, der Rücken kommt aus dem aufgefächerten Gefühl wieder näher zueinander. Der Beckenboden wird aus der Weite wieder gefühlt etwas schmaler. Wir atmen aus, hin zu einer Mitte und können uns dort ganz lebendig und ganz befreit der Einatmung wieder öffnen.
Es atmet frei und fein. Es atmet genüsslich das Leben. Und dann bring auch den Blick in deinen Gedankenhimmel. Was ist das jetzt für ein Anblick? Wahrscheinlich ist das ein anderer Gedankenhimmel als am Anfang. Mit anderen Wolken, vielleicht auch mit weniger Wolken. Vielleicht hat sich auch etwas beruhigt. Da ist auch etwas Abstand entstanden zu den Inhalten der Wolken, zu den Gedanken. Wir beobachten sie einfach von außen, mit Distanz, ohne etwas zu bewerten, ohne etwas zu verändern. Wir schauen einfach diesen Gedankenhimmel an mit all seinen Wolken. Und den klaren Momenten zwischendurch. Wenn der Schleier der Gedankenwolken sich auflöst. Und das ist immer nur in diesem Moment so. Und in jedem Moment kann es anders sein. Und irgendwann werden auch diese Gedankeninhalte wieder zurückkommen dürfen. Und wollen, dann, wenn es wieder wichtig ist. Doch es ist jetzt in dem Moment vielleicht noch nicht der Fall. So sind wir in uns lebendig und gleichzeitig ruhig. Und können mit dieser Qualität gemeinsame Wege verlassen und ganz individuelle Wege durch diesen Tag weitergehen. So sind wir am Ende dieser Praxis angekommen. Bring dazu die Hände bitte vor deinem Herz zueinander. Und atme beim nächsten Mal in Ruhe tief aus. Und öffne in Ruhe mit der Einatmung die Arme, mal einen weiten, großen Bogen hoch nach oben. Und bring im Ausatmen die Hände zurück zum Herz, zum Ursprung. Und öffne dich für dich noch einmal neu. Dann, wenn du vor dem Herz angekommen bist, dich vor ihm und vor dir selbst zu verneigen. Auch mit der Dankbarkeit, dass du Zeit fandest für dich, für diese Yoga-Praxis. Und wenn du soweit bist, dann richte dich einfach wieder auf, um dort die Augen wieder zu öffnen. Und ich danke dir, dass du ein Teil dieser gemeinsamen Stunde heute warst
und wünsche dir gute Wege durch die nächsten Zeiten hindurch. Namaste.